Ein ganz anderes heißes Thema. Die Polemik um politische T-Shirts, die in die Schulen getragen werden, ist neu entbrannt. Jetzt positioniert sich die Südtiroler Freiheit auch offiziell zum Fall der Mittelschule von Lahna, wo das Tragen dieser politischen Kleidung untersagt oder kritisiert worden sein soll. Die Südtiroler Freiheit will landesweit Aufkleber verteilen mit dem Patriotenslogan »Dem Land Tirol die Treue«. Es ist jetzt die erste Auflage von 11.000 Stück, was man über den Werbekatalog stellen kann oder auch, wo wir unsere Ständchen haben, wie beim Merkheftler, haben wir ja im ganzen Land unsere Ständchen, wo wir auch unsere Werbemittel wie Feuerzeuge, wie Sticker und so weiter verteilen. Der treibende Grund für die Propaganda-Offensive der Südtiroler Freiheit ist eine Polemik um patriotische Kleiderbotschaften an der Mittelschule von Lahna. Eine ganz klare Reaktion auf diese Vorfälle, die leider in Lahna passiert sind. Medien berichteten von einem Verbot, doch Direktor Ladurna will differenzieren. Wir haben kein Verbot, das in der Schulordnung verankert ist. Wir haben eine klare Aufforderung, diese T-Shirts an der Schule nicht zu tragen, aufgrund der Vorkommnisse, der Erfahrungen, die wir an der Schule gemacht haben. Im Jahr 2008 hat eine Gruppe rechtsextremer Mittelschüler die Lehrerschaft verstört. Ist aufgetreten mit Springerstiefel, kahl rasiert, weiteren Utensilien, die wirklich einen gesunden Patriotismus bei weitem überschritten haben. Die Schule hat reagiert, musste reagieren, denke ich, und hat klar gesagt, solche T-Shirts, solche Utensilien wollen wir an der Schule nicht sehen. Von einem Streit an der Schule könne keine Rede sein. Der letzte dokumentierte Fall gehe zurück ins Jahr 2011. Ich denke, die Lehrpersonen müssen das Recht haben und, wie gesagt, wenn es dann in Richtung Extremismus geht, haben sie auch die Pflicht, auf Provokationen, auf Verhalten von Schülern zu reagieren und Maßnahmen zu setzen. Direktor Ladurna geht mit dem heutigen Tag in Pension. Die politische Propaganda an Südtiroler Schulen hat einen Gegner weniger.